Ich weiß gar nicht, wie viel Energie uns das schon alleine gekostet hat. Noch gar nichts. Ja. Verdammt, das schon eher. Bloß lass mich vorbei. Alles klar. Ich flüchte jetzt einfach und ich habe die Befürchtung, dass sie folgt mir, wohin ich gehen werde. Los, komm, Tür, geh auf. Ja, guck mal, seht ihr, hier wird es auch schon ein bisschen slow-mo. Ich weiß gar nicht, was hier heute los ist. Wenn ich schon wieder höre hier. Uiuiui. Ah, der liegt schon in seinem eigenen Blut, was mir natürlich sehr, sehr gefällt. Ah, hier kommt bestimmt noch ein bisschen mehr. Das kann es nicht gewesen sein, Freunde. Das kann es nicht gewesen sein. So, ich hoffe, ich kann dieses Rätsel jetzt in Ruhe machen. Ja, nimm alles, was du kannst, Quiz. Ja, Leute, ist ja gut. So, ja genau, kombinieren, untersuchen, nehmen wir das raus. Jo. Was uns wohl erwarten wird, wenn wir das Rätsel lösen. Haha. Ja. Schwuppdiwupp. Und hier einpressen. Verwenden. Jetzt werden wir wieder angegriffen und kann nichts dagegen tun. So, seht ihr, wie schnell das gehen kann? Habe ich auch welchen Schalter, der da drückt. Naja, ich habe irgendwann schon mal gedacht, gar nicht Spiele hinterfragen. Gerade die, die gar keinen Sinn ergeben. Machen so am meisten Spaß. Irgendwie. So, unsere Magnum. Das ist die Waffe, die ich für den Bosskampf definitiv aufbewahren werde, denn ich glaube, die hat im ganzen Spiel die meiste Durchschlagskraft. Glaube, heißt nicht wissen. So, dann laufen wir mal hier den ganzen Weg wieder zurück. Die Wände habe ich dabei. Ja, habe ich. Wenn wir schon mal dabei sind, man weiß ja nie, was einen erwartet. Eine schön geladene Waffe. Kann mich ein bisschen beruhigen dann. So, hier gab es nur ein Monster auf dem Weg. Was mich gerade ein bisschen annervt ist, wir haben nur noch einen Ingrim. Ich muss beim nächsten Mal speichern, weil ich einfach keine Zeit habe mehr. Obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre vom Spielverlauf her. Gerade. So, ist das denn hier überhaupt da, wo ich hin will? Ja, genau. Da hinten ist das Wasser. Also hier eine Tür weiter, direkt vor mir. Ja, wie gesagt, und ja, wir haben zwar noch einen Ingrim, aber was machen wir dann beim nächsten Mal? Da würde ich natürlich auch wieder gerne abspeichern.
damit man nicht wieder so ein elendig langes Backtracking hat. So, damit verwenden wir mal die Winde und lassen das Wasser ab. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist aber auch das Einzige. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Das ist schön. Wir haben das Ding immer noch in unserer Tasche, was mir gerade gar nicht so gefällt. Wenn ich sage, ich erinnere mich da noch dunkel dran, dann an die Originalversion von dem Spiel und nicht, weil ich das irgendwann vor ein paar Wochen nochmal gespielt habe, ohne euch oder so. Weil das finde ich schon relativ witzlos. So, was erwartet uns aber hier? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ja, das sah mir gerade ein bisschen unheimlich aus. Ein Fahrstuhl. Den wir sogar benutzen können, ohne Rätsel zu lösen. Herrlich. Ab geht's in die Finsternis. Im Hintergrund das Heulen eines Wolfes. Und ich werde das blaue Zeug noch nicht einsammeln und das Vieh soll mich in Ruhe lassen. Warum ist denn heute so viel in Slow-Mo? Fällt Gott sei Dank nicht so schwer ins Gewicht, wie es gerade ist. Allerdings nervt es doch schon ein klein wenig. So, da hinten sehe ich was leuchten und hier ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser herum. Das ist schön für das durchsichtige Wesen, während ich mich in Slow-Mo mal ganz langsam zum Sicherheitskasten begebe, wie es aussieht. Die Batterie wurde entnommen, das heißt, ich brauche eine Batterie. Wie viel Neues haben wir denn hier gerade entdeckt? Nur diesen einen Bereich, da hinten ist eine graue Tür, wo ich noch gucken kann, ob man die öffnen kann. Ja, die Raben geben mir auf Nüsse, aber ich glaube, die kann man nicht töten. Jetzt war ich gerade wieder abgelenkt. Genau, das ist der richtige Weg. Also überall, wo Raben sind, kann das sein? Ist übelstes Geruckel. Also durch diese Tür könnten wir noch gehen. Das heißt, wir suchen höchstwahrscheinlich jetzt erst einmal die Batterie. So, da ist Rot. Aus Rot und Grün macht man sozusagen ein First Aid, also eins, was direkt alles heilt. Um die Schlange kümmere ich mich jetzt auch nicht und um die erst recht nicht und um die, die jetzt kommen, höchstwahrscheinlich. Ganz schön düster. So eine Kameraperspektive. Machen die doch nur, um zu schocken. Hier ist ein Fenster. Blaues Herb. Ach du Scheiße, ganz viel blaues Herb. Das heißt, ein Pflanzenschutzspray. Scheint leer zu sein. Ich glaube, ich werde garantiert irgendwie jetzt in nächster Zeit vergiftet. Ich weiß gar nicht, ob das First Aid das auch heilt. Eine Kiste, eine Tür. Und ein sicherer Raum. Das heißt, Leute, hier sind Ingwims, das sind bestimmt drei Stück. Ja, die Brenngranate nehmen wir eh mit. Ich hoffe, drei Farbänder, das ist perfekt. Einfach der einfacher halber für das nächste Mal sammle ich jetzt erstmal hier alles ein und sortiere die Kisten. Ja, ob ich die Winde jetzt noch brauche, ich weiß es nicht. Ich lege sie erstmal auf Seite. Die Farbbänder kombiniere ich, so wie ich bin gerade. Oh Mann, was ist denn los? So, die Farbbänder kombiniere ich mal mit diesem Farbband, die ich mal kurz einpacken werde. Die Magnum lasse ich noch hier. Und so wie es gerade ist, sieht es gut aus. Die Knarre lohnt sich natürlich erst, wenn ich
Munition dafür habe. Das Feuerzeug ist aufgeladen, weil hier ist das Kerosin oder genau. War doch für das Feuerzeug, oder? Verwenden oder so ähnlich. Sammle das auf den Regalen liegen Eimer und ein Seil. Das Seil sieht frisch geschnitten aus. Das heißt, hier war in letzter Zeit jemand. Ich würde jetzt tatsächlich gerne weiterspielen, aber geht leider nicht. Also, diese Aufnahme wurde nicht viel geschafft. Gut, dann speichern wir jetzt ab. So, ich freue mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.